Also es fängt erstmal damit an, dass es keine einheitliche libysche Küstenwache gibt, also keinen Vertragspartner für die Europäische Union, den man ausbilden kann. Das ist je nachdem, von welchem Küstenort sie kommen, gehören die Angehörigen der sogenannten libyschen Küstenwache verschiedenen Milizen und Warlords an. Das ist ein undisziplinierter, unausgebildeter Haufen Cowboys, der Rettungen damit beginnt, auf die Migrantenboote zu schießen. Sie haben selbst nach 2 Jahren Ausbildung durch die italienische Küstenwache nichts gelernt, was für so eine Rettung grundlegend wichtig ist, wie beispielsweise Rettungswesten auszugeben. Es gibt verschiedene Rettungen von ihnen, bei denen es Todesopfer gab, weil sie mit den großen Schiffen an die Holzboote der Flüchtenden heranfahren, an die Schlauchboote heranfahren, große Bugwellen erzeugen, sodass die Schiffe kentern, die Leute nicht einzeln mit Schnellbooten abbergen, so wie wir das alle tun, sondern die Leute von den flüchtenden Booten auf ihr Schiff draufspringen lassen. Dabei rutschen Leute von der Bordwand. Es wurde dokumentiert, wie sie einfach losgefahren sind, obwohl Leute an der Reling hingen. Und der letzte Fall, wo sie 3 Menschen zum Sterben ohne Boot im Mittelmeer zurückgelassen haben, zeigt, dass das Verbrecher sind und keine Verhandlungs- oder Vertragspartner für die Europäische Union, um eine zuverlässige Seenotrettung in diesem Gebiet zu betreiben. Ja, diverse und keine davon war schön. Sie haben uns mit Waffen bedroht. Sie haben geschossen während Rettungen, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass Crew ins Kreuzfeuer gerät, immer hoch war. Und in einem Einsatz konkret waren wir zuerst an einem Holzboot dran, vergangenes Jahr im September. Und wir haben mit den Menschen schon gesprochen. Ich habe vom Schnellboot aus mit den Menschen gesprochen, habe sie gefragt, wie der Zustand ihres Bootes ist, wie viele Verletzte, Tote drauf sind, dass sie jetzt in Sicherheit sind, dass wir jetzt Rettungswesten austeilen und die Menschen einzeln von diesem Holzboot runterholen. Daraufhin tauchte die libysche Küstenwache auf, hat uns mit Waffengewalt dazu gezwungen, von diesem Boot wieder wegzufahren und die 700 Menschen der libyschen Küstenwache zu überlassen. Die Menschen waren sehr verzweifelt, haben nach uns gerufen, haben uns gefleht, sie nicht zurückzulassen, sie mitzunehmen. Aber mit vorgehaltener Waffe der libyschen Küstenwache blieb uns nichts anderes übrig, als die Menschen zurückzulassen. Und wir konnten dann aus einiger Distanz zuschauen, wie sie die Menschen zur Hälfte auf das Küstenwachschiff geholt haben, zur anderen Hälfte auf dem Holzschiff belassen haben, libysche Küstenwache auf das Holzschiff gebracht haben und dann beide Boote Richtung Süden, also zurück nach Libyen, gebracht haben. Glücklicherweise, insofern man bei so einem tragischen Fall überhaupt von Glück reden kann, war Open Arms nicht alleine, sondern wurde begleitet von der Astral. Beide Schiffe sind zeitgleich bei den 3, also bei der überlebenden Frau und den 2 Toten angekommen. Die Frau konnte noch lebend geborgen werden, die andere Frau war einige Stunden vorher, der Junge nur laut Angaben der Überlebenden 1,5 bis 2 Stunden vor Eintreffen der Spanier verstorben. Die 3 Menschen waren 48 Stunden im Wasser. Das bedeutet, der kleine Junge hat seine Mutter sterben sehen. Und ein 5-jähriges Kind, das 48 Stunden zum Sterben auf dem offenen Meer zurückgelassen wird, beantwortet, glaube ich, jede Frage nach der Qualifikation der libyschen Küstenwache. Wie eingangs gesagt, glücklicherweise war Open Arms nicht alleine, sondern wurde von ihrem Segelschiff Astral begleitet. Auf der Astral waren mehrere, auch italienische Politikerinnen, ein Haufen Journalistinnen, der NBA-Star Marc Gasol, der selbst bei der Rettung, bei der Bergung der Überlebenden geholfen hat, sodass es genug unabhängige, nicht zu Open Arms gehörende Zeugen dieses Mordes gibt. Nach dem, was die Überlebende in ihrem sehr, sehr schlechten Zustand bislang sagen konnte, hat die libysche Küstenwache bei Eintreffen den Schlauch des Schlauchbootes zerstört, aufgestochen und die Menschen sind in Panik ins Wasser gesprungen. Sie wurden geschlagen, auch im Wasser noch. Die Frau hat zwischenzeitlich das Bewusstsein verloren, hat also Erinnerungslücken, sodass wir noch nicht genau wissen, unter welchen Umständen sie im Wasser zurückgelassen wurde. Aber Fakt ist, die libysche Küstenwache ist gefahren, wieder weggefahren, als diese 3 Menschen, die 2 Frauen und das Kind, noch gelebt haben.